Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst? Morland, Beute interessiert mich nicht, okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Ich würde sagen, raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber mit dem richtigen Funken malen diese herrlichen Erzeugnisse der Alten faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ganz unglaublich. Dieser hier zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöscht sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen, so wie ich und mein Opa vor mir. Wie hat dein Großvater diese Glimmer entdeckt? Er war hier, vor etwa 40 Jahren. Er führte als einer der ersten Stöberer nach Westen. Er entdeckte die alte Stadt um uns herum und drang tief in dieses Gebäude vor. Er fand die Höhle darunter voller strahlender Glimmer. Brachte so viele nach Hause, wie er tragen konnte. Wollte immer hierher zurück und mehr holen, aber er hatte nie genug Scherben dafür. Eigentlich wollte er mit den Glimmern eine Vorstellung geben. Eine, wie sie die Welt noch nie sah. Klingt sehr beeindruckend. Ein echter Stöberer und Künstler. Er fehlt mir. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich hole die Glimmer und veranstalte ein Spektakel, das ihn umgehauen hätte. Mit deiner Hilfe, natürlich. Was genau ist da unten passiert? Eine unvergleichliche Stöberaktion. Eine Chance, in Opas Fußstapfen zu treten. Unter diesem Gebäude liegt ein Hohlraum, eine Kuppel, komplett vor Sand geschützt. Wir bauten diesen Aufzug für einen leichten Zugang. Ziemlich komplexes Ding, war gar nicht so leicht zu... Ja, nochmal. Was ist passiert? Ganz unten sahen wir die Schätze, die mein Opa zuerst entdeckt hatte. Alle Arten gemalter Bilder in der Luft. Tanzende Frauen, Spiele und Münzen und Verheißungen auf Jackpots. Was auch immer das ist, ist bestimmt was Gutes. Aber dann lief etwas schief. Alle Bilder wurden nautisch. Wellen durchzogen sie, sogar Fische. Wie ein seltsamer Unterwassertraum. Poseidons Traum. Ja. Tja. Plötzlich war ein fürchterliches Rauschen zu hören und dann explodierte das Wasser aus dem Boden. Das Wasser schoss einfach aus dem Boden und flutete alles? Eine tosende Flut, einfach unglaublich. Wir rannten zum Aufzug und waren gerade oben, als die Welle unter uns zusammenschlug. Ich wollte nicht aufgeben und baute die Tauchblasen, Modell 1 und 2. Bin mit beiden getaucht und jedes Mal beinahe ertrunken. Aber das ist außer sich. Hält mich für verrückt. Aber ich kann nicht aufgeben. Nicht jetzt.
Die Glimmer sind in greifbarer Nähe. Vielleicht kann ich helfen. Ja. Vielleicht. Ihr kommt mir nicht wie normale Stöberer vor. Wir sind gar keine Stöberer. Wir sind Künstler. Wie Darsteller? Eine Nora kennt sich mit Kunst natürlich nicht aus. Wir veranstalten Spektakel überall im Anrecht. Stemur erzählt Geschichten. Und ich ergänze ihn mit Geräuschen und Feuerwerk. Und Evidence, tja. Meckert? Kümmert sich ums Geschäft, was auf selbe hinausläuft. Beim Stöbern suchen wir Sachen für meine Theaterkunst. Genau deshalb ist diese Aktion die allerwichtigste. Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast, man könnte 50 Fässer im Schacht stapeln. Für Osseram sind Fässer die passende Maßeinheit. Es ist die Tiefe von Wasser, also passt es. Wie dem auch sei, es ist zu tief zum Luftanhalten. Daher unsere Erfindung. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemur südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Vermutlich an die 50 Gäste. Da brauchen wir 3 Dutzend Fässer. Schwarzbier vielleicht. Nein, nein, für ihn Plünderersaft. Planst du etwa ein Fest? Ich rechne Morlands Beerdigung durch. Dank dir. Ich war so nah dran. Wir wollten weg. Weg von all diesem Unsinn. Und dann kommst du mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Kommt mir bekannt vor. Ich bin jederzeit bereit, Geschäfte zu machen. Wieso arbeitet jemand wie du überhaupt für jemanden wie Morland? Ich arbeite mit Morland. Wir sind 3 gleichberechtigte Partner. Hab eine seiner ersten Shows gesehen. Nur mit ihm und seinen Erfindungen. Viel Feuer, Licht und Schatten. Lauter Spielereien. Es war beispiellos. Hat aber nur Theater im Kopf. Kein Verstand. Gibt Scherbe aus wie... Du weißt schon, ohne meine Buchhaltung wären seine Träume längst begraben. Noch tiefer. Wären wir nur wieder im Anrecht. Wir könnten so viele Shows machen, ohne Beute aus diesem verfluchten Ort. Trotzdem bist du hier, mitten in der Wüste. Stöberst für seinen Traum. Ein guter Traum. Aber manche Träume müssen sterben. Dieser Traum von Morland wird ihn ins Grab bringen. Aber was, wenn nicht? Was würde er mit der Beute von unten anstellen? Dann gäbe es die größte Show, die die Welt je gesehen hat. Mit Ehrenplätzen, Premium-Bier, das volle Programm. Morland macht sein Lichtspektakel. Zeugs. Stemurs Geschichten bringen Augen zum Leuchten und ich verkaufe Eintrittskarten. Ja. Jedenfalls ein schöner Gedanke. Morland meinte, ihr seid Künstler. Was? Können Osseram nichts anderes sein als Stöberer, Bastler oder Säufer?
Okay, ja, wir sind auch Stöberer, aber das ist nicht unser Haupterwerb, sondern wir reisen herum und machen Shows. Diese Shows, was ist das? Was passiert da? Geschichten und Spektakel. Morlun kennt sich mit Technik aus. Baut alle Arten von Erfindungen. Wirbel aus Lichtern und Tönen. Kanonen, die Feuer spucken. Funken, Regen und Stamur. Begeistert sie mit Abenteuergeschichten. In allerschönster Bassstimme. Ja, genau. Und du? Ich? Was glaubst du, wer in diesem Saftladen die Finanzen regelt? Diese beiden sorgen zwar für Spektakel, aber haben sie auch Ahnung von Scherben? Nein, eben nicht. Morlun war also unten in der alten Stadt und... Wir waren alle drei da unten. Du? Ich kann auch stöbern. Klar. Und was passierte dann? Na, was schon. Das Wasser kam, wir flohen. Dann baute Morlun dieses blöde Ding. Wäre fast damit ertrunken. Zweimal. Wenn du mehr Details über seine Dummheit willst, frag ihn selbst. Ich lass dich in Ruhe. Sei so nett. Und lass uns alle in Ruhe. Laut Morlun müsste die Herde südlich von hier sein. Eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch? Ab nach unten. Geschafft. Du kommst jetzt mit. Jetzt her mit den Bärten aus der Drohne. So, jetzt kann ich sie mit der Kuppel in der Basis verbinden. Hier sollte laut Morlun die Herde sein. Sie müssen weitergezogen sein. Ich muss ihnen folgen. Ich sollte nach Spuren suchen.
da. Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Kommt in meinen Vorrat. Da ist die Herde. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Um die sollte ich mich zuerst kümmern. Der Sturm bringt eine Sandhose. Na toll. Okay, alle erledigt. Die Herde hin.
synthetische Membran. Ich sollte mir die anderen ansehen. Vielleicht hat einer ein Maschinenflug für mich. Durch. Ich dachte, wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja, zum Glück ist Aloy aufgetaucht. Abwarten. Je länger sie in der Wüste verweilten, desto mürrischer wurde der Schärfenzähler. Wir finden einen Weg zu den Glimmern, da bin ich mir sicher. Optimismus! Eine tolle Sache, bis man eine Maschine in den Rachen stolpert. Pessimismus rettet vielleicht deine Haut, aber niemals deine Stimmung. Wieder einmal hatte der Scherbenzähler den Krieg der Worte verloren. Komm ein Zahnrad, Stamur.